So, Mahlzeit mal wieder. Nachdem unsere deutsche Mannschaft gestern glorreich verkackt hat im Viertelfinale gegen Spanien, habe ich mir gedacht, ich werde meinen Frust heute mal wegspielen. Nein, Quatsch. Dann Heuschnupfen, immer noch da. Ich habe bei Steam ein kleines Spiel gefunden, das ist gratis runterzuladen, ist von 2020, also 4 Jahre alt. Aber vor 4 Jahren war die Grafik ja nun auch schon mega, so ist ja nicht. Ich habe mir den Trailer davon angeguckt, das spielt im Weltall. Was war das? Ah, die Mondphasen werden eingeläutet. Wahrscheinlich sind wir am Mond, ich habe keine Ahnung. We went back, wir sind zurückgegangen. Sagt mir jetzt nichts. Wie gesagt, ist ein Indie-Game, gratis auf Steam. Und ich würde sagen, also hier ist nichts einzustellen, wir legen mal los. Zooming. Ach, guck mal da. How the right mouse button. Zoom. Interact. A. Interact. Object Inspection. Move your mouse to rotate the object. Closer. Press E to snap a photo. Okay. Anti-aliasing. Epic. Komm, nehmen wir mal das hier. Komm, hier. Ich gebe mal alles. V-Sync-Off kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ich gucke mal. Resolution Scale? Achso, das ist wahrscheinlich wieder dieser Blickwinkel oder was? Ich bin ja McFly, die feige Sau. Ich will alles sehen. Alles. Alles. Es gibt keine Geheimnisse von mir. Ich werde alles finden und sehen. Lifeform detected. Ich hoffe, ihr hört das auch. Ich weiß nicht, wie der Sound ist, aber. Ob das zu leise ist? Nö, das war eigentlich so ganz gut. Ne? Kein Intro? Scheint nicht so. Okay, wir sind auf einer Raumstation, so wie das aussieht. Da geht's. Wohin auch immer. Also die Einstellungen sind gut, so die lasse ich so. Bei mir sieht das hier ordentlich aus. Da ruckelt es? Nee, ne? Oder? Ruckelt ein bisschen. Wake up, Sleepyhead. Ich muss nochmal eben gucken, warte mal eben. Ruckelt aber eigentlich nicht, oder? Na komm, wir lassen es mal so. Gucken wir uns erstmal um, was? So. Ah, hier sind die Kryokammern. Das erinnert mich sehr an Aliens. Hey, Dallas, Lambert, Kane. Wo ist Ash? Der scheiß Android. Wer war denn noch da an Bord? Warte mal, Dallas war der Kapitän. Lambert, war das der Schwarze? Nee, das war Parker. Kane war der, der den Alien in sich hatte da. Klar, Ripley, keine Frage. Vielleicht bin ich ja Ripley, ich habe keine Ahnung. Ash, Ashley. Brett war noch dabei, das war einer von den Mechanikern. Parker war der Schwarze. Lambert, ach, das war die Offizierin, ne? Das war doch, war das nicht die Navigatorin? Ich krieg sie nicht mehr auf der Kette, ist schon ein paar Jahre her. Aber könnte so ungefähr hinkommen. Vielleicht bin ich ja gar nicht so schlecht. Ich habe den Film 1000 Mal gesehen. Ja, hier sieht man nichts. Da ist. Ich dachte, ich kann hier zoomen. Ah, rechte Maustaste. Ich dachte mit dem Rad. Nee, da ist nichts drin. So, also ich finde, das sieht schon ordentlich aus. Gefällt mir. Man hat nicht viele Spiele. Ich habe noch nicht viele Spiele gespielt mit der Raumstation. Vielleicht gibt es ja viele. Palim, palim. Hallo, Nicole. Luna, press escape to exit terminal. Was haben wir denn hier? Ich kann gar nichts machen jetzt, ne? Achso, ich muss ein Passwort eingeben. Schwierig. Was haben wir da unten denn für Zeichen? Das sieht ja witzig aus. Ich habe da gerade komische Geräusche gehört.
Jo, wir sind am Mond, würde ich sagen. Das sieht mir doch so aus. Wenn das der Außenbereich ist. Ein bisschen angefressen das Ganze, wa? Yippie, der fröhliche Raumanzug. Was ist das denn? Wir sind auf einer modernen Raumstation und haben so ein uralt Moon 44. Gab es das nicht mal? War das nicht mal irgendwie ein Film oder sowas? Moon 888. 666 wäre besser. The Number of the Beast. Pickup. Also ich muss wohl Fotos mit einer... Was war das denn? Habe ich hier ein Inventar? Kann ich gucken, was ich da gerade fotografiert habe? Das sah komisch aus, ne? Da sind die Raumanzüge. Das ist echt wie bei Aliens. Die sind aber leer, ne? Da ist ja jetzt keiner drin, oder? Ach, guck mal, hier ist der Rest der Besatzung. Bay 1, Option Operational. Bay 4, Status Operational. Warum blinkt der? Anscheinend ist der nicht so operational, oder was? Außerdem gibt es ja noch viel mehr. Jetzt sag mir nicht, mein Kopfhörer ist schon wieder ausgefallen. Hier, ich höre auf dem linken schon wieder nichts. Ich muss mal eben gucken, tut mir leid. Je länger ich diese kleinen Dinger hier habe, umso öfter habe ich da Probleme mit. So, aber eine schöne Station hier, du. Mit Laufbändern, Hanteltraining. Da kannst du hier schön Gewichte ziehen. Weiß ich nicht, ist das hier so, zieh den Lukas oder was? Gehen da dann die Lichter an. Ja, Billard. Billard, ein Kickerfühlchen noch, wa? Kicker wäre ja nicht schlecht. Was ist das denn? Was soll das sein? Ach, das ist Essen. Das ist so ein Snackautomat. Ach, das ist so diese Raumfahrtskost. Naja, habe ich ja ein paar Sachen sind ja noch da, ne? Also, ich denke mal, verhungern tun wir nicht hier. Aber da ist die ganze Zeit ein komisches Geräusch. One Scan, since 1947. Na, guck mal. Das ist meine Kamera anscheinend. Help! Ohohoho. Woher kommt dieses Geräusch? Das ist irgendwie so undefinierbar, das Ganze. Okay, Laufbänder. Ist das ein Foto? Das ist ein Toaster! Ja, wie ein Toaster! Ich stelle mir gerade vor, ich stecke da einen Toast rein, dann schießt der hoch und wir sind, ja anscheinend sind wir ja nicht im Weltall, anscheinend haben wir ja Schwerkraft, ne? Natürlich künstliche Schwerkraft, denn der Mond hat ja nur, glaube ich, wie viel hat er? Ein Zehntel, wenn überhaupt, von der Erde. So, hier haben wir Blümchen. Hedera Dirane, was immer das sein mag. Noch mehr Hedera Dirane. Das ist doch was anderes, aber da steht nichts dran. Das ist Hedera Dirane, habe ich schon gelernt. Wirst hier noch zum Herbiologen erzogen. Zum Plantologen. Das ist Gras, das kenne ich, da bin ich nicht allergisch gegen. Das wäre ja geil, ich fliege zum Mond und kriege Heuschnupfen. Das ist doch mal... Oh, hier haben wir was Neues. Cordolini fruticosa. Kann man bestimmt alles googeln. Wer da Bock zu hat, ich kann es gerade nicht im Moment. So, das sieht mir aus wie ein Laboratorium.
Das sieht nicht nur so aus, das ist Reiz. Das sieht mir aus wie Blut. Was ist das denn? Ist das die Ratte? Quietscht die? Eine interessante Ratte. Eigentlich Albino-Ratten haben ja rote Augen, aber ein weißes Fell. Das ist wie ein Vogel. Naja. Neben kann ich, Interact war ja nichts. Ach, guck mal, hier haben wir doch dann direkt ein schönes. Ja, Ratte, dein Schicksal. Ist hier klar definiert, glaube ich. Hier wird auch was gemacht, aber ich kann nicht sagen, was. Da ist grün, da nicht. Schmetterlinge. Haben wir noch ein Papillonium hier oder was? Okay. Der Stuhl ist umgeschmissen. Wer war das denn? Warum? Ja. Also mir gefällt das bis jetzt. Es ist bis jetzt zwar nichts passiert, aber ich denke mal, das wird noch kommen. Es stand da wirklich was von Horror. Hier sind wir durch. Okay. Das sieht grün aus. So. Okay. Was ist denn das Rote da? Nicht. Hier war. Hä? Das ist doch dasselbe. Das ist doch genau dasselbe. Die bin ich doch. Er sieht anders. Das ist, hä? Haben die ja nicht Leuchtstäbe? Ja klar, das ist doch. Hä? Ist das 8? Ah, ich glaube, ich checke das. Das ist so. Ja. Hier hing die Kamera. Huh. Das ist jetzt aber gruselig. Machen die das nur einmal? Nein. Hallo. Guten Tag. Boah, machen die was? Ah! Oh! Sie machen was. Ich wusste es. Ich dachte aber, es kommt irgendwas von hinten. Die gucken mich immer noch an. Oh, wie bin ich erschrocken. Ich bin heute. Heute Morgen etwas schreckhaft. Das kann auch vielleicht. Ich Ja, soll ich jetzt da rein oder was? Mann! Und dann gleich so zwei Kracher hintereinander auch noch, ey. Leck mich am Arsch. Du machst nichts mehr, du bliebst nur. Ja, okay, schön. Achso, ich komme da gar nicht weiter. Ich glaube, ich muss da rein, kann das sein? Ja, muss ich. Plattenspieler auch. Ey, was spielt? Könnte ja hinkommen, ne? 79? War ja der erste Alien-Film. Ist das so in Anlehnung an Alien? Kann ich die Kassette da? Side A. Aber ich habe ja keinen Kassettenspieler. Ich habe ja nur einen Plattenspieler. Jetzt ruckelt es aber, warum auch immer. Da ist was. Ego Back Interact. Ach, ich brauche vier. Warte mal, 1, 2, 3, 4 Fotos brauche ich. Ah, okay. Okay, wir müssen
Fotos finden. Kommt da bestimmt wieder was jetzt. Ne, nicht Fotos. Fotos machen, ne? Oh, die gucken immer noch. Die gucken immer noch. Da blinkt was. Das hat vorher noch nicht. Blinken ist immer gut. Das war vorher noch nicht da. Ist das ein Kassettengerät? Ja, das ist ein Kassettengerät. Kann ich damit... Take Foto. Ah! Was ist hier los? Ich glaube, ich muss hier weiter. Traut sich ja nicht so wirklich. Ich muss, ja, sonst sehe ich ja nichts. Muss ich hier langsam machen, ne? Okay, 30 bis 50 Minuten. Ich brauche bestimmt 55. Ja, immerhin, du bist doch da, mein Freund, wa? Ja, ja. You are not alone. Ja? Ey, Geräusche. Also bis jetzt ist es gut gemacht. Ich meine, klar, man hat jetzt immer wieder den Anfang hier. Hier war ich doch gerade schon. Oh! Alter! Das war's? Musste ich kein Foto machen oder so? Das hat geknistert. Da blinkt was. Ja. Was ist das denn? Muss ich, kann ich das? Ist das kein Symbol? Das sieht mir aber aus wie ein Symbol. Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Ist nichts. Was ist das denn hier? Hat einer vorgekloppt. Ja, aber. Wenn das blinkt. Okay. Na? Guckt ihr nicht mehr? Hat sich ausgeguckt, wa? Irgendwas Ungewöhnliches? Nein. Nein! Nein! Februar 1600? Oder was? Soll das denn sein? Ist das ein Mondkalender? Da geht die Uhr nach dem Mond oder was? Das ist eine Zeitung. War die vorhin auch schon da? Apollo 14 landet auf dem Mond. Wann war denn 14? One Giant Leap for Mankind. War das nicht 68? 69, guck mal, 69. Ah, das ist dann also. Ja, aber so groß war ja die Apollo 14 nicht. Das war ja keine Mondstation. Ja, wir müssen anscheinend wieder ein Foto finden. Machen. Wo ist meine Ratte? Guck mal, die Rattenköttel sind doch da. Haben sie die schon seziert hier oder was? Nee, sieht nicht so aus. Die Schmetterlinge leben, die bewegen sich. Iii. Muss ich das fotografieren?
Das ist der Wind. Das ist nur der Wind. Da blinkt was. Blinken ist immer gut. Ah, ach du Scheiße. Oh. Ich habe gedacht, das Vieh springt mich jetzt an und ich muss rennen oder sowas. Ich bin noch ein bisschen gestört von Still Wakes the Deep. Und wie gesagt, heute bin ich etwas nervenempfindlich. Ja, ich glaube, ich sollte sowas heute nicht spielen. Jetzt ziehe ich das mal durch. Ich habe kein Foto. Ich muss noch ein Foto machen von irgendwas bestimmt. Da wette ich drauf. Aber wovon? Ich habe kein Foto gemacht, oder? Ich kann jetzt da... Ich muss mir doch irgendwas fotografieren. Da wette ich doch meinen kleinen, schmalen Hintern drauf. Sind bei den Schmetterlingen irgendwas? Nein. Bei der Ratte? Nein. Bei den Blumen? Da war der Billardtisch, da war nichts. Da war es. Wo das gewesen ist, das Gewitter. Da blinkt auch was. Ne, ich finde nichts. Muss ich nicht hier jedes Mal. Muss ich die sortieren? Also anscheinend kann ich die Fotos hier draufstecken. Okay. Ja. Das blinkt. Ist das gut, wenn das blinkt? Das... Bin ich überhaupt nicht zufrieden mit hier, dass das hier so blinkt und ich nichts machen kann. Ja, ich habe nichts gefunden. Dann gehen wir mal weiter, nicht wahr? Weil ohne Moos nichts los. Ohne Arme keine Kekse. Da ist das denn da. Oh, ich habe was gefunden. Rotate. Ist das so eine Androidenhand, ne? Take Foto. Boah! Schwein gehabt, ey. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Boah, dann kann ich jetzt raus. Ich glaube, man kriegt immer pro Durchgang ein Foto. Würde ich wetten. Schnell raus. Nächste, bitte. Wie viel haben wir gesagt? Vier brauchen wir, ne? Ja, zwei habe ich schon. Hier ist immer noch... So, da kommt doch bestimmt wieder was. Dass das nicht fotografierbar ist, das macht mir doch genauso einen Eindruck, als wenn das da blinkt nicht mehr, okay? Die Jungs gucken auch nicht mehr. Ui, hat es aber ein bisschen Unordnung gegeben, würde ich mal sagen, wa? Warum auch immer, was auch immer. Alter! Alter! Ha ha ha.
das denn, ey? Scheiße! Da blinkt es wieder. Da blinkt es überall. Nee, nee, nee. Ich hau mal wieder ab hier. Kommt der hinter mir her? Boah. Muss ich nicht ein Foto machen? Ich will ein Foto machen. Ach. Hier war das Viech ja drin, ne? Nee, da. Ja. Auf jeden Fall ist das offen. Das ist anscheinend da raus. Okay. Die Scheibe wird auch nicht besser. Ach so, ich habe da noch ein Foto. Ja, packen wir mal da ein. Was brauche ich denn dafür? Was immer ich brauche. Ich weiß es nicht. Ja, ich muss mich dem Viech wohl... Muss ich das da weglocken oder was? Oder wie oder warum? Ein Alien. Ah! War ja klar. Es hat mich nicht getötet. Wenn es blutet, kann man es töten. Oh, ey, alter Nervenkrieg, ich dreh durch. So, der hat hier die ganzen Blumen rausgefressen. Die Hand ist aber noch da. Nee, da kann ich nichts mitmachen. Ich denke mal, ich muss was Neues finden, wo ich ein Foto machen kann, nicht wahr? Eieiei, meine Ratte ist wieder da. Oh, Alter, die zuckt noch. Leck mich. Da hängt aber so einiges daneben hier. Geköpft. Aber kein Symbol. Okay, dann Schmetterling. Schmetterling, Schmetterling. Nur noch einer. Aber der bewegt sich immerhin noch. Ne? Wo sind die restlichen? Fliegen die jetzt hier gleich rum oder was? Ja, hat er auch kaputt gemacht. Der ist immer noch ein Dade, du. Ich habe immer noch kein Foto. Hier blinkt wieder alles. Man muss ja doch sehr aufmerksam gucken, kann das sein? Ich habe schon wieder kein Foto. Nee, das kann es nicht sein. Aber der Racker ist nichts. Hier ist nichts, da ist immer noch Blut. Oh. Ich muss mal eben ganz kurz. Moment. So. Das Essentielle erledigt. Ich muss was finden, ich muss ein Foto machen. Da gehe ich ganz fest von aus. So, fangen wir doch nochmal an. Das ist es. Das ist so gemein, dass es das nicht ist, ey.
So, hier haben wir angefangen. Okay, okay, okay. Dann gehen wir nochmal hin und höher. Ich denke mal, passieren wird es nicht. Wobei, ich habe vorhin auch gedacht, es gibt einen Jumpscare pro Durchgang. Und hat mich dann sofort Lügen gestraft. So, den hatten wir. Hier. Essen kriegen wir auch nicht. Der Knülch ist weg. Hier ist nichts. Ist für hinten. Nein. Bei den Blumen. Bei den gewählten Blumen. Wobei jetzt. Guck mal, hier wächst jetzt schöner Efeu. Das sieht ja auch mal schön aus, oder nicht? Das können wir doch mal lassen. Da blinkt was. Da. Oh, Alter, das ist aber gemein. Das war jetzt aber blanker Zufall. Okay. Foto gemacht. Kollege ist weg. Hier sieht es aber gar nicht mehr gut aus. Oh, es klingelt. Moment. Meine neuen Druckerpatronen sind da. Hurra. Ist das hier Schimmel? Nee, das ist Eis, ne? Das ist gefroren. Eisekalt ist es hier. Kann ich mich eigentlich sehen? Ne, ich kann mich nicht sehen. Das war ja auch cool bei Still Wakes the Deep. Man konnte sich angucken, wie man dreckig durch die Gegend gelatscht ist. Okay, hier ist aber jetzt ziemlich kalt geworden. Man traut sich ja gar nicht mehr zu machen. Da ist immer noch nichts. Ich denke mal gleich. Jetzt war sie auf. Nee, ist ja wieder heile die Scheibe. Was war das? Oh. Bitte lass das den Jumpscare für diese Runde gewesen sein, ey. Mein Nervenkostüm ist heute etwas durchsichtig. Sehr durchsichtig. Klarsichtfolienartig. Wie viel brauchen wir denn noch? Ich weiß es nicht. Aber das ist die sind ja anscheinend doch recht gut versteckt teilweise, nicht wahr? War das vorhin auch schon da? Nein, das war doch noch nicht da. Nein, das war noch nicht da. 43 Grad. Die haben Kelvin, ne? Ich habe keine Ahnung, wie viel das ist. Aber minus steht hier schon mal nicht davor. Dieser Toaster. Wie gesagt, überlegt man ja, Schwerelosigkeit machst du den Toaster ein. Oder am Mond. Die Dinger, die fliegen ja um die Ecken. So. Hand. Das Blut ist weg, ne? Ja, naja. Also anscheinend wird das doch markiert anscheinend. Ja, hier war aber keine Markierung. Guck mal, das ist immer noch da. Ach, guck mal. Was ist das denn? Der Kopf ist festgetackert. Na, das Experiment hat ja mal gut funktioniert, würde ich sagen. Nein, ey. Das ist krank. Küchenschaden. Und? Nee, doch, ja. Käfer. Käfer. Aber kein VW. Ein Schmetterling liegt da. Wo ist denn der Rest? Waren die hier? Oder waren die woanders? Oder warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Da ist Blut. Wieso ist da Blut? Was ist das? Hä? Irgendwas Aufgespießtes? Auge, okay.
Nicht schön. Took pictures of every interactable moon symbol. Collected all clues. War unter mir. Ich habe Errungenschaften freigeschaltet auf Steam anscheinend. Habe ich vorhin schon mal ein paar. Kann ich denn jetzt hier zurückgehen? Nee, es ist grün, also muss ich hier wohl durch. Anscheinend gab es nur den einen Jumpscare, das ist ja schon mal etwas. Rotes Licht ist immer schlecht. Ich höre Musik. Trau mich nicht. Hölle. Hört ihr das auch? Alter, die Anzüge sehen aber nicht mehr gut aus. Was ist denn das für ein Leier? Kommt das aus dem Schacht oder kommt das von hier? Aber alles wieder ordentlich. Nee, da ist. Oh. Jede Menge. Komm, wir wollen mal einen Jumpscare provozieren, aber irgendwie habe ich so das Gefühl. Nee, die Musik kommt aus dem Schacht, ne? Da hinten, wo dieses. Da war ein Plattenspieler. Boah, Hölle! The roof is on fire. The roof is on fire. We don't need no water, let the motherfuckers burn. Burn, motherfucker, burn. Das war übrigens Nicole, nicht von Dingens, Five Finger Death Punch, sondern von The Bloodhound Gang. Burn, motherfucker, burn. Was ich meinte. Also hier ist nichts. Ich denke mal, ich muss zu der Musik, nicht wahr? Guck mal, meine Ratte ist auch weg. Dafür ist jetzt hier eine Schabenplage anscheinend. Ja, sieht so aus. Und zwar reichlich. Aber wo kommen die denn alle her? Das gucke ich mir erstmal alles an hier. Hölle. Schon wieder. Kann ich da nochmal durchgehen? Was passiert denn dann wohl? Okay. Ich kann sterben. Ja, ist ja auch mal schön, das rausgefunden zu haben. Hat mich jetzt gerissen, ey. Ich glaube, ich habe mir einen Zeh gebrochen. Muss ich jetzt aber nicht nochmal alles nochmal machen, ne? Nee, okay. Oh. Entschuldigung, aber das probiere ich jetzt nochmal. Also wenn man da rauskommt und hat also ein Rätsel anscheinend nicht gelöst, stirbt man. Und das möchte ich mir doch nochmal angucken, weil ich habe mich gerade so gerissen, dass ich da nichts von gesehen habe. Tut mir leid, wer das nicht möchte, vorspulen. Wo kam der denn raus? Da. Ah ja, okay. Okay, gut. Man kann sterben. Wieder eine neue Erfahrung in diesem Spiel. Hab aber, glaube ich, dadurch keine Errungenschaft freigeschaltet gekriegt. Gut, okay. Jetzt gehen wir
in den Schacht. Wo war der? Bei den Anzügen, ne? Ja, klar. Wo es mich zum ersten Mal weggekloppt hat. Pick up. Ach, es ist eine Musik aus, aber schade. Kann ich die wieder anmachen? Nein. So, Interact. Ach, guck mal, die Scheibe ist da jetzt. Da sind... Ach, ich muss sie jetzt in die richtige Reihenfolge bringen, ne? Oh, ich liebe diese Buchstabenrätsel. Das ist dieser Buchstabensalat. Das kann ich sehr gut. Gucken wir doch mal. Tuife. Live. Live to. File. Filut. Fulit. Fulite. Fulit. Futile. Futile! Freunde. F. Futile. Fruchtbar. Yes! Solve the password. Was ist denn jetzt? Okay. Burn, motherfucker, burn. Das war einfach. Oh, guck mal, das ist ja das, was ich liebe. Ich liebe es. Warum ist da zu? Warum ist hier zu? Warum, was ist das? Warum geht da einer? Hallo? Ist hier jemand? Boom. Okay. Die Musik wird komisch. Ja, hier brennt ja alles. Ich glaube, da komme ich nicht weiter. Nein, ich gehe da nicht rein, weil ich behaupte mal, ich würde sterben. Soll ich es mal probieren? Ich bin ja neugierig. Ah, okay, geht nicht. Ich kann nicht mehr rennen. Meine Rennfunktion ist außer Betrieb gesetzt. Ich kriege gerade, das sieht alles sehr komisch aus hier. Wahrscheinlich kriege ich gerade Rauchvergiftung, was? Was ist hier los, immer? Was ist hier los, ihr Nacken? Mein Toaster steht auch in Flammen. Okay, das sind immer so diese Geräusche von den Jungen dann, wa? Und Mädels. Also Passwort habe ich ja gefunden. Aber wo war denn nochmal die Konsole? Ach, da komme ich jetzt nicht. Da liegt auch noch einer. Guck, was der so zu erzählen hat. Okay. So, hier sieht es doch schon besser aus. Nee, hier sieht es noch qualmiger aus. Oh! Oh! Alter, ich bin Kollege. Da tut man aber nicht miteinander. War es das jetzt oder was? Walked through fire, the blazing world. Nee, ne? Hä? Warning, life form detected. Please proceed to the nearest exit terminal. Proceed to the nearest exit terminal. Das wäre da, ne?
Ich wäre ja nicht Erik, wenn ich nicht noch mal gucken würde. Doch, ich guck noch mal. Na klar, guck ich noch mal. Ich muss ja die 50 Minuten vollkriegen. Guck mal, 45 habe ich schon. 30 bis 50. Ich will 50. Nein, will ich nicht, aber... Komm. Wir gucken noch mal. Life form detected. Oh, sieht aber alles wieder ganz gut aus hier. So wie es früher am Anfang, also beim... Stotter. Ja, nicht ganz. Hier sind vielleicht ein paar Tore offen, die vorher nicht offen waren. Meine Ratte ist auch schon wieder weg. Darf doch nicht wahr sein, ey, hier alles. Wahrscheinlich ist die Ratte das Monster. Konnte ich bei den Anzügen da unten wieder rein? Habe ich gar nicht geguckt. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt hier... Tut mir leid, ich bin ein neugieriger Mensch. Und ich will das wissen. Kann ich. Also gucken wir auch. Sieht alles gut aus, sieht alles gelöst aus. Mehr kann ich nicht machen anscheinend. Nö, das war's hier. Okay. Aber ich gehe trotzdem nochmal hinten durch. Mal gucken mal. Lauf, Forest, lauf. Ja, ja, es sind immer dieselben Sprüche. Und immer in einem... Immer im gleichen Zusammenhang eigentlich. Aber das macht ja nichts. Wir machen das ja. Ritualisiertes Spielen nennt man das. Okay, ich bin einmal durch. Ich kann das eintippen. Futile. Unlocked. Password correct. Mal gucken, wie weit wir kommen. Sowas nimmt eigentlich nie ein gutes Ende. Finish one complete playthrough. Ah, das war's doch. Okay. Nettes Spiel. Doch. Klein, fein. Hat mir gefallen. Hat so ein bisschen so diesen Alien-Charakter halt gehabt, nicht? Und, ja, schön. Kann man gerne spielen. Vor allen Dingen für umsonst. Also, da habe ich schon für schlechtere Spiele mehr bezahlt. Muss man echt so sagen. Also, da gibt es so Spiele für 1,99, wo ich denke, ey, die waren nicht mal Pfandgeld für eine Pulle Bier wert. Aber egal. Nee, war schön, war nett. Kann man gerne mal machen. Dead Threat Games. Okay. Sollte man vielleicht mal gucken, auf dem Schirm behalten. Finished watching the credits. Guck mal, noch eine Errungenschaft freigeschaltet. Exit. Ach so, unten. Mhm. Nein, wie gesagt, kann man schön spielen. Wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich einen fürchterlichen Herpes an der Lippe. Das ist aufgrund des Ekelfaktors. Hat was mit meinem neuen Job zu tun. Wen das interessiert, der kann mich gerne mal kontaktieren, um das zu erzählen. Ansonsten, wie gesagt, meine erste Woche habe ich rum. Macht Spaß, muss ich sagen. Und vielleicht noch zur Information, heute mache ich Frikadellen und Cevapcici. Also, in diesem Sinne, das war's. Und tschüss.